Jo Leute, herzlich willkommen zur neuen Folge von Let's Play Pokémon Smaragd Edition. Und ja, in der letzten Folge, da waren wir so im Rätselhaus. Ja, das haben wir uns auch so angesehen. Richtig cool. Und unser TP-Ablaze hat sich auch zu Kadabra entwickelt. Was wirklich nice ist. Ja. So. Uns erwarten aber noch weitere Trainerkämpfe. Ich setze jetzt einfach mal Julchen auf erster Stelle. Ja. Und ein weiterer Trainerkampf. Nice. Du spürst die wohlige Berührung und zerriss Wohltun, denn Wohlgeruch ist. Eine Herausforderung von Aroma Lady Margarete. Okay. Ja, und die schickt Knilz im Kampf. Mal sehen. Machen wir Zornklinge. Das ist sehr effektiv und je öfter wir es benutzen, desto stärker wird's. Ja, Spornwirt wirkt jetzt zwar. Und wir wurden paralysiert. Aber ich hoffe, ich treffe. Ja. Und wieder getroffen. Nice. Super. Super gemacht, Julchen. Okay. Als nächstes kommt ein Roselia. Ich glaube, ich mache erstmal was gegen der Paralyse. Ja, gegen der Paralyse mache ich mal was. So, wir haben da ja eine Amrena-Bäre. Es hat Giftstachel. Also es kann uns noch vergiften, aber egal. Spammen wir einfach mal wieder Stormklinge. Obwohl, jetzt macht es auch wenig Schaden, aber erst später macht es mehr Schaden. Weil es wird erst stärker, wenn man es noch öfter benutzt. Okay, mach ganz brav weiter, Wachstum. Ich mach doch weiter, Zornklinge. Wow, Volltreffer. Okay, ich glaube, gleich haben wir es. Und gewonnen. Yeah. Level 18. Und Shadow erreicht Level 17. Spiele besiegt. Aroma Lady. Okay, dort oben sind auch ein paar Trainerkämpfe. Gut, dass ich jetzt noch das Zigzag dabei habe. Unser VM-Sklave. Okay. Boah, wie kannst du nur in so etwas Kleines hineinpassen? Hat dich mein kunstvolles Gitarrenspiel angelockt? Schwarzgurt Knut und Gitarrist Killian möchten kämpfen. Okay, dann zeigt mir eure Moves. Okay, ich glaube, wir machen mal rechte Hand. Ja, rechte Hand ist gut für Teamkämpfe. Ich weiß jetzt zwar nicht genau, was das wirklich bewirkt, aber was ich weiß, ist, dass rechte Hand so bei Doppelkämpfen nützlich ist. Also das glaube ich. Denn dafür wurde es auch gemacht. Autsch. Autsch. Alter. Volltreffer. Okay, Kugelzeit auf Voltoball. So.
Okay. Julchen braucht jetzt so einen Supertrank. Super. Und zack. Wir haben das Voltoball geschlagen. Okay. Dann machen wir einfach Kugelsaat. Und dann Ruckzuck Hieb. Ich hoffe aber auch, dass Shadow Donnerschock lernen wird. Das wäre wirklich super. Und geschafft. Nice. Okay. Beide wurden besiegt. Boah, dieses Kind hat's drauf. Meine Einmannshow ist ruiniert. Und ein AP Plus. Super, wir haben AP Plus gefunden. Nice. Ein AP Plus. Und wir haben hier noch ein paar Amrena-Bären. Ja. Diese Amrena-Bären werden uns auch im nächsten Arena-Kampf helfen, weil die nächste Arena ist so eine Elektro-Arena. Und ja, diese Arena wird wirklich schwer. Okay, ich glaube, ich pflanze hier noch so ein paar Amrena-Bären. Dort kommt auch eine. Und dort kommt noch eine Silberbeere. So. Ja. Denn da side-basierende Events jetzt funktionieren, können jetzt die Bären wachsen. Was wirklich super ist. Nice. Und da haben wir noch ein Item. Okay. Ja, und da unten sind noch mehr Trainer, die wir schlagen müssen. Ja, und ich brauche jetzt wieder einen Supertrank. Das sind noch diese zwei Mädchen. Wir kämpfen als Team. Ja, wieder mal so ein Doppelkampf. Yeah, ich liebe Doppelkämpfe. Die sind einfach spannend. Aha. Ja. Dann killen wir mal zuerst dieses Minion. Ja, wir machen aber mal rechte Hand. Und die machen auch rechte Hand. Und zack. Okay, dann machen wir das nochmal. Und diesmal macht Shadow Ruckzuck Hieb. Okay. Ruckzuck Hieb. Und Kugelsaat. Okay, ich mach schon mal Kugelsaat auf das Plussel und ja. Dann zerstöre ich schon mal dieses Minion mit einem Ruckzuck Hieb. Dun 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 dun
Okay. Ah, paralysiert. Ja, aber Kugelsaat trifft. Okay, Plusl wurde besiegt. Und Shadow erreicht Level 18. Schwesterherz, wir haben verloren. Wirklich, wir sind viel besser geworden. Das beweisen wir dir das nächste Mal. Ja. Ah, jemand ruft mich an. Hallo Daniel, hier ist Lola. Gestern habe ich einen Kampf gewonnen. Ist das nicht großartig? Ja, großartig. Mein Pokémon sind einfach am bedeutungswürdig. Nur kein Joy, ich zeig's dir. Okay, was hast du da? Eine Nico. Und es ist ein weibliches. Ja, gut, dass wir jetzt Julchen auf erster Stelle haben, weil da beide weiblich sind, wird Indikos Fähigkeit Schambolzen nicht funktionieren. Was setze ich mal ein? Verfolgung. Rotenschlag. Und Verfolgung. Bam. Und Gesang. Na super. Oh, und es hat auch noch so eine Beere. Eine Sindelbeere. Aha. Ja. Stimmt, ich habe noch so eine Beere. So. Jetzt geht's besser. Und es macht Duplexieb. So, Verfolgung. Oh, was hätten wir es? Noch ein kleiner Treffer, bitte. Noch ein Absorber, bitte. Danke, danke. So. Oh, sowas aber auch. Mein geliebtes Pokémon. Ich muss dafür sorgen, dass du dir mein wunderbares Pokémon bald wieder anschaust. Und wurde auch eingetragen. Ich brauche jetzt noch einen Supertrank. 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 Ach, meine Angelschnur hat sich verheddert. Jetzt bin ich wieder frustriert und wütend. So. So. Und du darfst es nicht. Und du darfst es ausbauen. Okay, eine Herausforderung von Angler Ansgar. Und es schickt Carpador im Kampf. Aha. Machen wir mal Kugelsaat. Ja, mit nur einem Treffer. Und jetzt kommt noch ein Tentacher. Tentacher. Und nicht noch Tara, sondern Tentacher. Tacher, Tacher. Ja, selbe Strategie. Kugelsaat, Spam. Und hoffen, dass er uns nicht vergiftet mit seinem Giftstachel.
Puh. Zum Glück. Noch einen Treffer brauchen wir. Nein. Oh, come on. Brauch noch Absorber. Ja, super. Ah, na super. Ja, sorry, dass jetzt Beamuster war. Das wäre sonst ganz langweilig. Wenn es immer darum nehmen geht und... Das würde man sich nicht gerne ansehen. Das würde man sich nicht gerne ansehen. Okay. Hat man etwas gegen Gift? Come on. Okay, wir haben so einen Hyperheiler, aber ich glaube, ich nehme zuerst noch einen Sprudel. Ach, wir kämpfen ja eh gegen Carpador. Warum habe ich das überhaupt gemacht? Ich bin doch dumm. Aber nicht so schlimm. Ist ja nur ein Schaden. Ja. Benutze einfach jetzt mal Hyperheiler. So. Jetzt passt's. Und Kugelsalz. Carpador wurde besiegt. Okay. Spieler besiegt. Angler Ansgar. Ach, verloren. Nun bin ich noch wütender. Okay. Ist da was? Nein, nichts. Wenn du von hier das Meer überquerst, nimmst du eine Abkürzung nach Rosalstadt. Aha, das ist kein praktischer Tipp. Ja. Okay. Passt. Ich glaube, ich gebe noch Shadow ein. Paraheiler. Ja. So. Und da ist noch ein Item. Angriff Plus gefunden. Nice. Ja, machen wir einfach so weiter. Und ein Teenager kämpft. Ich habe hier im Hohengras einige coole Pokémon gefunden. Okay, dann zeig mir deine Pokémoner. Okay, und ich schicke einen Stolunior in Kampf. Aha. Machen wir mal Kugelsaat. Das mache ich sehr oft im Spiel. Das mache ich im Smaragd wirklich oft. Weil es gibt einfach so viele Kämpfe, wo dieser, ja, wo dieser Attack einfach nützlich ist. War nur im Anfang, weil später da wird Kugelsaat nutzlos, aber trotzdem eine super Attacke am Anfang. So, Level 19. So, und als nächstes schickt er Fritze Blitz. Aha. Ja, das mache ich auch fertig. Tja, ah, Donnerwelle. Yes, wir haben es geschafft. Ja, ich gehe aber mal gleich ins Pokécenter. Ja, ich glaube, das wäre besser. Na, cool zu sein, verhilft einem nicht zum Sieg. Hm, hm, hm.
Ah, ein Pokémon. Ein wildes Pokémon erscheint. Dich kenne ich schon. So, und da haben wir schon ein Pokémon Center. Okay. Hier sind meine Pokémon. Danke, deine Pokémon sind wieder topfit. Komm jederzeit wieder vorbei. So. Okay, ich glaube, jetzt setze ich mal Team PG-Craft auf erster Stelle, weil gleich erwartet uns noch so ein Kampf gegen Michael. Hi Daniel, ich habe uns ja nicht... Wir haben uns ja nicht lange gesehen. Während ich auf der Suche nach weiteren Pokémon war, sind meine Pokémon stärker geworden. Daher, wie wäre es mit einem kleinen Kampf? Okay. Und ich schickt Wingull in Kampf. Ja. Dann los zum TGCraft. Mal sehen, welcher Vogel besser ist. Ich fange mal an mit Energiefokus. Dadurch erhöht sich die Chance, dass ich einen Volltreffer lande. Flügelschlag. Ich liebe diese Attacke. Und ein Volltreffer, nice. Okay, als nächstes schickt sie Junglut. Okay, ja, das passt eh. Denn Junglut ist so ein Kampftyp und... Ja. Und Flugtypen sind stark gegenüber Kampf. Und wieder ein Volltreffer, nice. So viel Glück. Und Shadow erreicht Level 19. Funkensprung. Ja, endlich eine Elektroattacke. Darauf habe ich gewartet. Okay. Ja, vergiss einfach mal Heuler. Ja. Super. Und als nächstes schickt sie Lombrero. Ja, bin jetzt wieder ein Vorteil. Ist ja ein Pflanzentyp. Also TNT-Craft zu nehmen, war eine echt super Wahl. Also echt eine gute Idee. Eine gute Idee. Und wir haben einfach alle sofort gekillt. Nice. Spieler besiegt. Pokémon-Trainer Maike. Ach du Schande. Du bist besser, als ich gedacht habe. Daniel, du hast auch fleißig trainiert, nicht wahr? Ich denke, du verdienst eine Belohnung. Hier, dies von mir für dich. Okay. Das ist ein Detektor. Probier mal aus. Wenn irgendwo ein Item versteckt ist, gibt er ein Geräusch von sich. Bis zum nächsten Mal, Daniel. Es hört sich aus meinem Mund zwar blöd an, aber bis dahin solltest du viel mehr trainiert haben. Ja, das habe ich auch. Ich habe sogar viel mehr Pokémon gefangen. So, ein Item-Detektor. Da ist er. Mal sehen, ob wir hier noch ein verstecktes Item finden. Falscher Knopf. Nix. Aha. Oh, das Gerät zeigt was an. Hier muss ein Item vergraben sein. Dort soll irgendwo ein Item sein. Okay. Da, das ist das Item. Superwahl wurde gefunden. Setz jetzt mal wieder Julchen auf erste Stelle. Ja, und TBR Plays auf zweiter Stelle.
Ja, und jetzt entscheidet noch ein wildes Pokémon. Ein wildes Pfiffchen erscheint. Okay. Ja. Kein Interesse an einem Pfiffchen. Zeigst du mir deine Pokémon? Nur ganz kurz, ja? Okay. Volle Kanne. Wenn du den Rhythmus nicht halten kannst, bist du verloren. Okay, eine Herausforderung von Pokémon-Sammler und ein Gitarrist. Ja, ich glaube, wir machen zuerst das Fritzeblitz fertig. Ich glaube, das ist mein Plan. Ah, Statik. Ich glaube, es wäre schlau gewesen, wenn ich Kugelsaat genommen hätte. Das wäre schlauer gewesen. Okay, machen wir was gegen der Paralyse. So. Konfusion. Ah, fast hätte ich es noch gekillt. Okay. Ich mach mal Zornklinge auf das Lombero. Und Konfusion auf das Voltoball. Zornklinge und Konfusion. Ah, fast hätten wir es noch gekillt. Ja, machen wir einfach weiter. Und zack. Okay, er hat noch ein Pokémon übrig. Ah, das ist ein Undichttyp. Konfusion hat keine Wirkung. Dann mache ich einfach mal Blitz. Ja, aber wir haben Sweezo schon besiegt. Nice. Einfach nur nice. Und er lernt Aussetzer. Okay. So, der Gitarrist und der Pokémon-Sammler wurden beide besiegt. Nice. Ich sammle Trainer-Rufeinträge. Pokémon-Sammler Edwin wurde in das Pokémon-Navigator-Verzeichnis eingetragen. Aha. Und wir haben einen Beleber gefunden. Ist da was? Nein. Ich habe ja so den Item-Detektor. Ja. Aber da ist eh nix. Nix. Aha. Hier muss irgendwas verkramt sein. Ah, Mirapla. So, Mirapla haben wir noch nicht gefangen. Ja, das fangen wir mal, um den Pokédex auszufüllen. So, ich glaube, das passt.
Pokéball, los! Yes! Geschafft! So, Mirapla wurde gefangen. Und es gibt einen Pokédex-Eintrag für Mirapla. Pokémon Nummer 88, Mirapla. Das Unkraut-Pokémon. Größe 0,5 Meter, Gewicht 5,4 Kilogramm. Es wächst, indem es mondlich absorbiert. Tagsüber vergräbt es sich und nur sein Blatt schaut heraus, um nicht von Feinden geortet zu werden. Okay. Bekommt jetzt mal keinen Spitznamen. Ja. Ich muss das aber zu einer anderen Box ablegen. Ich glaube aber, dass das versteckte Item oben ist. Ich habe die Absichten vorhergesehen. Daher werde ich nicht verlieren. Ich bin Küstenradweg heruntergefahren. Und da ich diese Peinlichkeit vergessen will, muss ich jetzt gegen mich kämpfen. Also musst du jetzt gegen mich kämpfen. Stimmt ja. Okay. Okay, so ein Psychotyp und so ein Fahrradfahrerin. Ja, fordern uns heraus. Okay. Zeigt mir alle eure Moves. Okay, ich mache jetzt Verfolgung auf Abra und Blitz auf Magnetilo. Ja, das mache ich. Ah, geht daneben. War aber eine schlaue Strategie. Na, ich hasse es, wenn das passiert. Alle machen das. Alle. Okay, sorry, dass ich speede, aber ja, Verwirrung ist immer der Grund, warum ich so speede. Das ist so nervig und ich hoffe, dass ich immer treffe. Hoffen wir einfach mal, dass ich treffe. Yes! Ich bin verwirrt. Nice. So. Otello erreicht Level 20. Okay. Noch ein Schlag, dann haben wir das Magnetilo besiegt. Und Psycho Wendelin und Triathlet Kirsten wurden besiegt. Ich konnte es noch nicht einmal meine eigene Niederlage vorhersehen. Oh. Ups, ich hab verloren. Schon wieder abgestürzt. Schon wieder. Wieder. So, ich glaube aber, da ist so dort oben so ein verstecktes Item. Ja, das war's. Ist aber nur ein Pokéball. Langweilig. Ja. Und da haben wir noch ein paar Bären. Nice. Nanobären. Die sammeln wir jetzt einfach mal alle ein. Ich glaube, es ist so Bären, die man nur für Pokeriegel-Rezepte benutzen kann. Also daran erinnere ich mich. Ja. Aber jetzt sind wir in Malvenwurf City. Nice. Okay, wir gehen einfach mal ins Pokécenter und heilen unsere Pokémon. Ja. Und das war's mit dieser Folge von Let's Play Pokémon Smaragd Edition. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Wenn ihr das lasst, einen Daumen nach oben da. Und wir sehen uns zum nächsten Mal wieder. Ciao.